Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hustle Castle. Diesmal mit einem neuen Event, der 1. April-Event. So, wie kriege ich denn am einfachsten und am schnellsten diese schönen kleinen Lollis? Natürlich erstmal durch ein Video angucken, kriege ich extra 100 Punkte. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man die bekommt. Zum Beispiel durch Kämpfe gibt es unterschiedliche Höhen an Lollis. Hier 45 oder nur 20. Natürlich immer den mit dem höchsten nehmen, damit ich so viel Lollis wie möglich bekomme. Wo kriege ich denn noch Lollis? Zum Beispiel im Portal. Leider ist das Portal schon geschlossen. Aber hier sieht man noch, wie viel Lollis das es gibt. Ja, pro Kampf habe ich maximal 13 erreicht. In der Arena bekomme ich pro gewonnenen Kampf 15. Das ist natürlich nicht die Menge, aber bei 5 Siegen ist das doch ein bisschen was. In der Edelsteinbucht, da gibt es natürlich große Unterschiede, kann ich euch gerne mal zeigen. Bei maximalen Durchkommen in der Edelsteinbucht bekomme ich 750 Lollis. Beim nicht ganz erreichen der Edelsteinbucht 325. Das war bis Stufe 13. Clankrieg 300. Das ist ganz interessant eigentlich. Da können wir gleich mal die Belohnung abholen. So. Mehr gibt es eigentlich nicht. Noch als kleiner Tipp für die Edelsteinbucht. Wenn man einen Premium-Account hat, dann immer zweimal die Bucht machen. Jetzt gucken wir mal, ob wir was erdrehen können. Nein, wollen wir doch gar nicht. Wir wollen doch nur drehen. Und. Blau. Vielleicht gibt es ja was Schönes. Haben wir schon. Weiter. Leider kann man nicht. Steht immer so schön da. Annehmen. Es gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Ich muss immer annehmen. Egal, was ich hier drehe. Und Diamanten sind immer gut. Das meine ich. Ich kann hier nirgends abklicken, dass ich es nicht haben möchte. Ich muss es einfach nehmen. Ob ich möchte oder nicht. Einzigartiges, unerfreuliche Überraschung, Artefakt. Gedankenkontrolle. Eine zufällige gegnerische Kämpfer wechselt 1,9 Sekunden lang auf deine Seite. Okay. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ja. Lila. Ah, nein. Tja, mal wieder annehmen. Ganz klar. Ja. Das ist der Aprilkleidung. Okay.
Okay, das ist nur Deko. Natürlich, der bringt nichts. Dass die Kämpfe ein bisschen anders aussehen. Komm, dreh halt noch ein bisschen weiter. Ja, ist okay. Nehmen wir halt auch mit. Eben alles, was wir kriegen können. Ja, jetzt wird es aber unpraktisch. Da steckt mit Sicherheit ein System dahinter. Komm, 1000. Ah, ne, die Kiste. Gucken wir mal, vielleicht gibt es ja was Gescheites in der Kiste. Ja, unnötig. Zerlegen wir gleich. Und weiter drehen. Das könnte auch ein bisschen schneller gehen, das mit dem Drehen. Komm, lila Kohle haben wir genügend. Ja, Schatzkammer ist leider voll. Turniertickets haben wir auch genügend. Das ist immer ein bisschen nervig. Aber irgendwann wird schon mal was dabei sein, was ein bisschen besser passt. Also wie gesagt, Arena-Kämpfe pro gewonnenen Kampf 15. Da muss man halt ganz schön kämpfen, dass man hier ein bisschen auf 1000, 2000 kommt. Komm, stehen bleiben! Oh, nicht Eisen. Eisen, wir sind voll. Unsere Lage ist komplett voll. Clankrieg, nur nach Sieg natürlich, klar. 300. 3 Tage Premium-Account, juhu! Premium-Account, für alle, die es noch nicht wissen, kann man die Geschwindigkeit der Kämpfe verändern. Und ich kann 2-mal kämpfen in der Edelsteinbucht. Das ist ganz interessant eigentlich. Ohne extra Äpfel zu verwenden. Ganz wichtig. Keine Äpfel, kann ich ganz normal nochmal kämpfen. Und ich kann meine Zauber bis auf maximal 18 Stück erweitern. Giftzauber, auch schon bekannt. Holz brauchen wir nicht, haben wir alles. Alles gut. Für jemanden, der natürlich jetzt das Lager leer ist, ist das natürlich sehr praktisch. Aber haben wir ja nicht. Wir sind ja komplett voll. Ist ja alles im grünen Bereich. Und schon wieder der schöne Zauber. Komm, ein paar machen wir noch. Vielleicht kriegen wir ja mal was richtig Geiles. Wobei, aus Erfahrung her, kriegt man eigentlich immer irgendwas, was man am Ende doch wirklich verwenden kann. Das ist halt immer ein bisschen nervig hier. Als kleine Information noch, ich werde jetzt mehrere solche Videos bringen und auch verschiedene Themen auch aufgreifen. Lager ist doch voll, Mensch. Ich werde mal auf die Krieger eingehen. Als nächstes werde ich euch erzählen, wie das Update ist. Und allgemein eigentlich werde ich immer verschiedene Themen bearbeiten, um das ganze Spiel ein bisschen einfacher und verständlicher zu machen. Komm, lila. Lila, nicht grün. Grün haben wir doch alles, Mensch. Aber ihr seht, mir geht's genauso wie euch. Da gibt's leider keinen Trick mit dem Drehen. Ich kann da klicken und drücken, wie ich möchte, dass er stehen bleibt. Da passiert einfach nichts. Ich kann ihn auch nicht weiterschieben. Annehmen kann ich. Ansonsten kann ich leider nichts. Na komm, hopp. Machen wir jetzt die 8 noch. Komm, lila. Blau. Naja, auch nicht schlecht.
Können wir auch einen brauchen. Komm, hopp, bleib stehen. Nee, ich will kein Geld. Ich hab genügend. Eieieiei, das sieht schlecht aus. Naja, muss mal weiter probieren. Heldentruhe wenigstens, komm. Ja, gucken wir doch gleich mal rein, was da drin ist. Vielleicht können wir da was gebrauchen. Wobei, ich bin eigentlich schon bei allem in Orange. Ja, grün, grün, blau. Unpraktisch. Auf das werde ich auch noch eingehen. Auch die Ausrüstungen, verschiedene Einheiten. Ne? Zum Beispiel verringert, wenn Schaden erlitten wird, mit einer Chance von 24% der magischen Rüstung des Gegners und 50% hält 10 Sekunden lang. Ja, ist nicht schlecht, aber ich habe alles in Orange, deswegen kann ich die blaue nicht gebrauchen, deswegen zerschlagen wir sie gleich. Genauso das Schwert hier von der Kampfkraft, viel zu schwach für mich eigentlich schon. Ich verstehe es auch nicht, warum das so schwache Gegenstände dann hier geboten werden. Aber es ist anscheinend so. Man kann es leider nicht ändern. Na, hopp! Unerfreuliche Überraschung! Ah, wieder nicht. Wieder nur eine Truhe. Aber naja. Ja, eine Kleidung. Die ist ja richtig schlecht. 5-mal kann man nur drehen. Wer will. Und noch eine Truhe. Naja, schauen wir da noch mal rein, was da drin ist. Blau. Oh, jawoll! Ja, die sieht doch gut aus. Standhafte Titanplatten, Harnisch. Erhöhe den Schaden. Sehr schön. Chance mit 31%, die eigene Rüstung um 60% erhält sich. Die ist natürlich sehr interessant. Jetzt, wenn hier noch ein bisschen andere Steine drin wären, dann wäre die richtig geil. Ja, blau ist wieder unpraktisch. Der Ring, den hebe ich mir mal auf. Den muss ich mir später mal angucken. Ob ich den irgendwo verwenden kann. So, 3-mal können wir nur drehen. Dann hören wir auch schon auf, weil ich will eure Nerven nicht strapazieren. Naja, grüne Splitter, 5 Stück. Immer gut. Was diese Events eigentlich immer gut bringen, ist blaue Splitter, grüne Splitter. Das ist immer sehr praktisch. Die kann man dann wieder in den verschiedenen Werkstätten verwenden. Aber heute sieht es ein bisschen schlecht aus. Naja, blauer Splitter, auch gut. So, 1-mal noch. Dann ist Schluss mit der Dreherei und bringt auch nicht wirklich was. Turniertickets haben wir alle genügend. Man kriegt es fast mehr weg. Es werden immer mehr. Man kann so viel kämpfen, kann man manchmal gar nicht. Deswegen sage ich Tschüss, abonniert mich, kommentiert mich, bitte nur gute Kommentare, keine schlechten. Wobei, Negativwerbung ist manchmal besser wie gar keine Werbung. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.